Sonja und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft-Alltag. Ich habe ewig lange keinen Alltag mehr gehabt, leider, leider. Aber jetzt bin ich in dieser wunderschicken Villa, weil mein Haus hier abgebrannt ist. Und ja, Flo und ich leben jetzt hier. Und ich weiß nicht genau, ich glaube Tops auch. Ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube doch, Tops auch. Und genau, jetzt habe ich mir gedacht, weil wir jetzt hier endlich mal wieder ein stabiles Zuhause haben, habe ich meine Eltern angerufen und habe sie eingeladen, dass sie mal vorbeikommen können, damit sie wissen, wie ich so lebe, weil die haben mich schon länger nicht mehr besucht, seitdem ich in der neuen Stadt wohne. Und es ist natürlich auch wichtig, dass... Oh Gott, nee. Detlef! Detlef, was möchtest Haus. du? Ja, das ist genau, das ist ein Haus. Das ist schön, oder? Genau, da ist auch eine Klingel. Genau, die kann man auch benutzen. Das ist ganz lustig. Detlef, das ist nicht dein Haus, nicht wahr? Okay, Leute, jetzt müsst ihr aufpassen. Oh Das ist nein, nämlich ein Detlef, hilf mir mal. Gangster-View. Und zwar, Nein. besuchen wir jetzt eine ziemlich alte So, Hexe. Die ist stopp. nämlich richtig böse und so weiter. Das ist nämlich richtig. Mein Freund der Oh Gott, Sonne. dass sie kommt. Die Hexe ist da. Oh nein, nein, die Hexe. Du verziehst dich hier gleich mal wieder. Gib mir die Kamera wieder. Gib mir die Nein. Kamera wieder. Gut, ich hab eine zweite. Okay, Leute, die Hexe, die hat mir jetzt meine Ka Du gehst weg. Du machst dich fort von dem Grundstück hier. Oh. Uff. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Der Typ kommt öfter, ha. Hast du Robux? Nein, ich habe keine. Was? Robux? Ja, Robux. Ich weiß nicht mal, was Robux sind. Ich habe keine Robux. Uff. Alles klar. Scheinbar so ein Robux, das neue Ding, ha? Warte mal. Ich habe gerade irgendwas gehört. Was ist denn hier los? Ist hier oben irgendwas? Ich habe irgendwas gehört. Ich bin mir nicht ganz sicher, was hier passiert. Ich bin sehr verunsichert. Nee. Sieht gut aus. Hier ist alles leer. Dann habe ich mir das eingebildet. Das Haus ist auch viel zu groß. Ich weiß nicht mal. Schönen guten Tag. Sie müssen nicht klingeln. Ich bin ja da. Hallo. Hallo. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Habe ein Angebot für Sie. Ein Angebot? Ja, Was ein haben Sie Angebot. denn? Wir verkaufen Fackeln. Fackeln. Fackeln, die aktivieren. Haben Sie Interesse? An Fackeln. An Fackeln. Nein, aber kaufen Sie auch? Nein, ich verkaufe Fackeln. Ich habe hier zum Beispiel nämlich zwei schicke Videokameras, an denen Sie vielleicht Interesse haben könnten. Ah, hier, Sie bekommen Fackeln. Oh, vielen Dank, da freue ich mich doch. Immer schön mit Ihnen Geschäft zu machen, Was guter können wir Herr. mit dem Inhalt der Videos machen von der Kamera? Da können Sie machen, was Sie wollen mit dem Inhalt. Das ist ganz Ihr Ich habe mich Eigentum. seit einer Woche nicht gewaschen. Könnten Sie Das mir bitte riecht. etwas Mann. geben? Ich brauche Geld für Shampoo. Nein. Bitte. Nein. Bitte, ich Nein. brauche Geld für Shampoo. Nein, duschen Sie mit Dann Wasser. wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Auf Tschüss. Wiedersehen. Oh. Was für ein komischer Kerl. Was ist das für ein Skelett, was da hinten steht? Ja, mal. Epischen Sieg holen. Nein, 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 nein. Oh Nice. Gott, nein. Hast du V-Bucks für mich? Na, Boah, nein, ich brauche leider schon nicht. Ich V-Bucks habe. für neue Season. Tut mir leid, ich hab keine V-Bucks, aber. Ich brauche neue Skins. Epischer Sieg. Okay, genau, geh schön weit weg mit der Waffe. Schön weit, schön weit. Ich weiß nicht, warum. Oh Gott, hat er mich jetzt angeschossen? Na toll. Ich weiß nicht, wann meine Eltern kommen wollten. Eigentlich hatten die gesagt, die besuchen mich jetzt hier demnächst. Aber irgendwie kommen nur verrückte Leute und nicht, wen ich eingeladen habe. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, was das hier soll. Jetzt kommt hier. Wer ist. Oh, da ist meine Mom! Rönnchen! Ah, Mein hallo! Kleines! Hallo, Mama! Schön, dass du da bist! Wer ist das? Das weiß ich auch nicht. Hast du den Typ gesehen, der wollte sich den epischen Sieg holen? Ich muss den jetzt kriegen. Fortnite! Fortnite! Einmal umdrehen und dann nach rechts, bitte. Nein, Fortnite! nein, nein, andersrum! Umdrehen! Ach, Röntchen, was sind das für komische Leute? Mama, ich weiß auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wo die herkommen und was die hier machen. Da. Deine Schwester und der Bruder kommen auch bald. Okay, das freut mich. Kommt schon mal rein. Kommt Papa auch? Ja, er hat gesagt, er kommt auch. Okay. Oh, ein schönes Haus hast du da. Ja, wir sind gerade umgezogen. Also, ich bin jetzt mit meinen Freunden hier in dem Haus drin, weil meine Wohnung leider irgendwie Oh abgebrannt ist. ja.
Ist das auch vegan, das Haus? Ja. Ich meine, das ist ja alles Holz hier. Ja. 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 Also, ist ganz vegan. Bis auf die Wolle da, die ist nicht so vegan. Ich glaube, ja, da oben müsste ein Zimmer sein, da kannst du hin, ansonsten, sind unten noch welche. Genau, du findest dich zurecht. Ja. Ah. Ja, aber ich muss sagen, oh Gott. Hi. Na? Wie geht's dir? Hättest du Interesse an einer Fackel? Oder noch eine? Oder noch eine? Oder noch eine? Ja? Ah? 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 Fackel? Nein? Okay, dann nicht. Ist nicht schlimm. Nein? Okay, dann baue ich die wieder ab. Die stehen sonst im Flurweg. Hi! Ich bin's, die Anja! Hi, Anja! War Mama schon da? Mama ist oben. Die hat sich hingelegt. Hui! Ich mag Cola. Oh, da bin ich immer so richtig schnell. Oh Gott, nein. Anja, hast du Cola getrunken? Nein, Anja. Nö. Anja, nicht schon wieder. Nein. Anja, Mama hat dir verboten, Cola zu trinken. Anja, das weißt du ganz genau. Zucker ist nicht gut für dich. Ich mag FC Bayern. Toll. Aber Anja, Cola ist nicht gut für dich. Hast du wenigstens... Also wie viel hast du getrunken? Gott, jetzt rennt die schon wieder hier weg. Ich finde die nie. Ja, also Anja darf man nicht mit Cola anleihen lassen, da wird die ganz verrückt und die verträgt Zucker nicht gut. Also allgemein nicht, deswegen kann man da leider nichts machen. Ich hoffe, sie beruhigt sich jetzt demnächst wieder. Ich hoffe, sie hat nicht allzu viel getrunken und dass das sich alles wieder... Ansonsten schicke ich sie hier mal in den Trainingsraum, da soll sie sich ein bisschen abreagieren und dann... Hi. Ich bin's, weißt du, deine Schwester. Meine Schwester Anja war gerade hier. Ich bin Ranju. Ich habe keine Schwester namens Ranju. Psst. Oh, Meine Schwester Anja war gerade hier. Nein, ich bin die Ranju. Ich kenne niemanden mit dem Namen Ranju. Wo ist der Tresor? Welcher Tresor? Tresor, du weißt schon. Was? Ich finde schon. Nein, du findest den hier überhaupt nicht. Du gehst wieder raus jetzt. Oh. Also, ich habe keine Schwester, die Ranju heißt. Also, ich meine, nein. Ich meine, wen wollen sie hier... Wen wollt ihr die veralbern? Ich meine, ich weiß doch wohl, wer meine eigene Familie ist und wer nicht. Ich höre hier die ganze Zeit irgendwas brennen, glaube ich. Was ist denn das? Was macht mich? Der Kamin ist das. Oh, okay. Das ist, glaube ich, das, was ich vorhin gehört habe. Ich war voll irritiert, aber ja, ein Kamin macht Geräusche. Oh mein Gott. Mann, ich muss mich immer noch dran gewöhnen, hier in der Villa zu wohnen. Es ist schon ein bisschen anders als... im Haus des Hühners. Meine Schwester Anja ist schon hier. Ich bin Tanja, du Mäuschen. Wer bist du? Ich bin deine Schwester. Meine Schwester Anja ist schon hier. Aber ich hab keine Schwester Tanja. Los da! Da legt man einmal seine Familie ein und dann kommen Haufen Verrückte um die Ecke. Ich meine, okay, hier kommen immer ein Haufen Verrückte um die Ecke. Aber dann kommen Haufen Verrückte um die Ecke, die behaupten, mit mir verwandt zu sein. Was? Wieso? Ich verstehe es nicht. Was zur Hölle ist passiert? Also, was ist passiert? Und ich weiß auch nicht, wo Anja jetzt hin ist. Also, keine Ahnung. Die ist einfach verschwunden. Die ist irgendwo weggerannt. Da wird sich Mama freuen, wenn die das mitkriegt. Oh. Schwesterherz, lass dich drücken! Ich meine natürlich Cousinenherz. Ich bin die Sonja! Ah, okay, hi! Ich wusste gar nicht, dass... Deine große Cousine, du weißt schon! Ja, die mit den kleinen Armen! Ich weiß Bescheid! Ich wusste gar nicht, dass Mama dich auch eingeladen hat, ach, hierher ja. zu kommen. Na, oh, und du siehst aber... Oh, du willst... Ja, ich schau mich mal um! Schau dich um! Was wollen Sie? Ich wollte Ihnen diese Blumen bringen. Warum? Wollen Sie auf ein Date mit mir gehen? Oh Gott, nein. Ja, Cola! Nein, oh Gott, nein! Gott. Nein, Anja, nein, Gott. Nein, nein, ja. Nein, nein! Helfen? Sie können mir überhaupt nicht helfen, bitte gehen Sie! Nein, Anja! Ich bin sehr gut mit Kindern.
Sie wirken nicht, als wären sie sehr gut mit Kindern. Sie wirken so, als ob sie weit von Kindern fernbleiben sollten. Ich weiß weit gar nicht, was sie meinen. Von Kindern fernbleiben. Ich bin Vater von 6 Kindern. Bitte, bitte bleiben Sie von meiner kleinen Schwester fern. Danke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke, bitte gleichfalls. Rufen Sie uns demnächst noch einmal an. Noch einmal? Ich hab Sie doch nie angerufen. Das tut nichts zur Sache. Ich finde schon, dass es was zur Sache tun sollte. Ist Papa schon da? Nee, aber Mama... War das gerade er? Das war nicht Papa. Ich sehe nicht mehr so gut. Nein, das war nicht Papa, aber... Mama, hast du Anja schon gesehen? Anja? Ja. Ist sie schon da? Ja. Oh, meine Rücken. Oh, Anja hat ein bisschen Cola getrunken. Warte mal, Anja? Ich dachte, ich habe nur ein Kind. Meine Schwester Anja. Was? Deine jüngere Tochter, Anja. Warte mal, Ronja, Ronja und Ronja. Das sind meine 3 Kinder. Anja. Ah, ich bin müde. Und wieso 3 Kinder? Wie... Okay. Uff. Uff, habe ich mir auch gedacht, als Anja auf einmal mit dem Cola-Schock durchs Haus gerannt ist. Da kann ich echt gut verstehen. Was machen Sie hier? Du? Sie? Es? Ich weiß nicht. Ein Stein? Aha. Hier, schön sieht der aus. Was wird das, wenn es fertig ist? Oh Gott! Oh Gott, nein, oh Gott, nein! Was? Was hast du denn da? Oh Gott, was ist denn das für ein Bohrer? Mission erfolgreich! Flüchten! Ich rufe jetzt die Polizei. Mir wird's zu blöd. Oh Gott, die ganzen Diamanten. Hallo? Oh Gott, ich rufe da gleich an. Das kann ja nicht sein. Ich meine, ich sammle jetzt die Diamanten erstmal wieder ein, weil das kann nicht sein, dass die hier rumliegen, aber... Ausgeraubt? Wirklich? Ich habe gedacht, die ist weggegangen. Ronja? Tops? Was hast du hier gemacht? Ich hab nur meine Familie eingeladen. Wusstest du, dass wir einen unterirdischen... Warte, ich habe ein bisschen was. Noch. Aber wir wurden ausgeraubt. Das ist nicht mehr viel. Ja, nee, das war nur ein Bruchteil von meinem Vermögen. Ich habe auch Cola? Bitcoin. Nein. Anja, du kriegst keine Cola. Tops, das ist meine kleine Schwester Anja. Okay. Anja, das ist Tops, mein Mitbewohner. Hallo. Anja, hör auf. Du kriegst keine Cola mehr. Du kriegst keine Cola mehr. Gib ihr keine Cola. Ich habe keine Cola, aber Zucker das macht sie verrückt. Anja, nein! Wo hast du überhaupt die ganze Cola her? Im McDonald's gibt's gratis Cola. Im McDonald's gibt's von was? Da. Nein, nicht von mir. Tobias! Das war nicht meine. Ich bin schon lange kein McDonald's-Inhaber mehr. Das war wahrscheinlich in irgendeinem. Wir beide, wir haben noch ein ernstes Wörtchen miteinander zu reden. Meine kleine Schwester! Ronja, ist höchstgradig abhängig. Ja, sieh mich an. Och, Ronja Herz. Ich freue mich, dass du auch endlich mal hier jemanden findest. Wie heißt denn der Liebe? Nein, wir sind doch nicht zusammen. Nein. Oh, hallo? Ronja. Oh mein Gott, nein. Ronja, aber der ist genau, der ist noch Single nein, da. Nein, bitte in Ruhe. Nein. Gib beim Stehen. Nein. Ja. Ich bin wirklich Voila. Single. Lass mich hier bitte Ruhe. Der sucht noch jemanden. Habe ich gehört. Gott, ich komme jetzt nicht mehr in mein eigenes Haus rein, weil hier alles zugebaut ist. Moment, jetzt baue ich mir hier mal so einen kleinen Eingang, damit ich hier nicht mehr quer durch die Gegend hüpfen muss. Guten Tag! Artikel 13, ha? Nehme ich an, soll ich was unterschreiben? Ja! Artikel 13 haben wir, glaube ich, endgültig besiegt. Ich weiß, wann ich wieso ich jetzt hier bin. Ich habe ein bisschen Cola. Ich habe ein bisschen gefeiert und deswegen am nächsten Tag bin ich hier aufgewacht und habe keine Ahnung. Oh Gott. Wieso wachen Leute in meinem Haus auf? In mein. Oh Gott! Hat da jemand die Polizei gerufen? Ja. Wir wurden ausgeraubt. Hier kam jemand, der sich als mich selber verkleidet hat, sich Ranja genannt hat oder Ranja oder so. Und so ein schwarz-weiß gestreiftes Kostüm, und komische Brille. Welche Haarfarbe? Blond. Hat sie eine Brille? Ja. Okay, eine Brille, okay. Und ist welche dann Farbe hier unten hatten ihre Socken? Eingebrochen? Ich weiß es nicht. Ich habe die Socken leider nicht begutachten können. Ist dann hier unten eingebrochen in den Tresor und hat alles mitgenommen.
Okay. Und wo ist das Geld jetzt? Bei der Person, bei der Flüchtigen. Und wo ist die? Ja, die ist weggerannt. Keine Ahnung, wo die hin ist. Okay, und irgendwelche, und ganz wichtig, was ist die Lieblingsfarbe von der Person? Schwarz-Weiß? Was weiß ich denn? Alles klar, ich such sie. Danke! Na, okay. Nein. Ich dreh mich um. Mit dem will ich nicht reden. Gib mir Suppe. Ja, schon klar. Hallo, bitte. Was denn? Hast du wunderschöne Augen? Oh Gott. Nein, bitte warte. Nein, bitte. Irgendwo sollte ich hierher kommen. Nein. Bist du's, Ronja? Du bist nicht mein Vater. Doch, eigentlich schon. Nein. Doch. Warum glaubst du mir denn nicht? Weil ich meinen Vater persönlich kenne. Tops der Wolf! Alles klar, ich hab gehört. Tut mir leid, ich bin beschäftigt. Ich muss Tops töten. Bis nächstes Mal. Tschüssi. Warte mal. So. Nein, aber wieso geben sich Leute als meine Familienmitglieder aus? Ich verstehe es nicht. Ich meine, ich weiß doch, wer zu meiner Familie gehört und wer nicht. Ich weiß, ich habe eine Mutter, ich habe eine Schwester, ich habe einen Bruder und ich habe einen Vater. Mein Vater ist kein alter Greis und meine Mutter ist, die ist wenigstens hier. Immerhin hat das funktioniert. Hä? Meine Schwester ist auch da, mein Bruder kommt scheinbar nicht und mein Vater auch nicht und... Hallo? Hallo, guten Tag. Ich muss Ihnen sagen, einer Ihrer entfernten Verwandten ist gestorben und, Was? Ja, eine... Wer ist gestorben? Ach, hier, Graf Tilitus, keine Ahnung. Ich musste Ihnen sagen, dass die dementsprechend ein großes Vermögen auf Sie warten werden. Deswegen nehmen Sie sich vor Betrügern in... Hey, Ronja! Okay, danke schön. Ich bin der Jus. Hi, Justus. Wollen wir mal ein bisschen PvP spielen? Bad Wars? Ich kann richtig... Warte, ich hab sogar mein eigenes Schild dabei. Ist dies Ihr Bruder? Das ist mein Bruder, ja. Tut mir leid. Mein Beileid, bitte. Welchen Rank hast du in Skywars? Please, könnten Sie stecken weg dieses Objekt hier? Das ist mein Bruder. Wenn, dann stecken Sie kann sich weg. Fast bridgen. Ja, ah, wow. Ich muss ihn leider mitteilen, dass ein entfernter Verwandter gestorben ist. Hier, ich habe einen Anzahl. Just, wir erben viel Geld, wurde gesagt. Ich habe einen Anzahl. Irgendein komischer, nein, nicht Papa, irgendein Graf. Graf Dracula! Na, der lebt noch. Keine Ahnung wer, ist mir auch egal, wir erben viel Geld. Gibt's bei dir immer noch gratis Essen? Sicherlich. Ich habe... Eine weitere Nacht. Wir können auch bestellen. Wir haben jetzt Geld verdient. Ja. Willst du bestellen? Willkommen. Warte, ich frag mal unsere Schwester. Jo. Was? Willkommen in der Familie. Was? Das war sein letzter Wunsch, dass Sie einsteigen in Familiengeschäft. Sie verstehen? Ich bin mir nicht sicher, dass ich. Bieten da, Sie mir. Sie müssen. Ich muss. Sie müssen da. In der Mafia. Wenn das nicht Karl-Heinz ist! Aus der Kleine. Mittelschule! Ach, das ist so lang her. Du siehst ihr kennt euch? Aus. Ihr ja, kennt euch, ihr beide? Ich kenn diesen Mann. Wir haben zusammen in Vietnam gekämpft. Du warst in Vietnam, Mama? Oh ja! Warum hast du das nie erzählt? Ihr Spitzname war die verrückte Emma. Ihr nein. Name ist zwar nicht Emma, aber ihr alle nannten sie so. Hör auf! Das erzähl ihr das nicht! Was? Ach, das waren doch lustige Zeiten. Woher? Ich war in Gefangenschaft. Und du warst in Gefangenschaft? Ja, wann? Einer der Bösen. Ich dachte, ich hätte ihn besiegt, aber jetzt ist er wieder da. Aber warum wirkst du dann freudig, ihn zu sehen? Ich freue mich, ihn zu sehen. Weil ich dann endlich. Oh nein. Du weißt schon. Oh Gott. Oh mein Gott, na. Ja. Emma, endlich Rache! Nimm dir bitte wieder deine Medikamente. Ach, bitte, nein. Bitte, Emma, nein. Alles klar, das war's dann aber auch mit dieser Folge. Alter, ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen hoch, Daumen runter. Und abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Ciao!